Willkommen zum Teil 2 unserer Entwicklung des Gartens in 3 Jahren. Im ersten Teil habt ihr bereits gesehen, wie unser Garten 2016 aussah, als wir ihn übernommen haben. Den Teil könnt ihr euch gern zuerst anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt geht's weiter mit 2018, also seid mal gespannt. Anschließend kommt noch die Verlosung des Garten-YouTuber-Adventskalenders. Im Teil 1 hatte ich euch ja schon gezeigt, dass ich das Mandala-Beet noch bestellt habe und die Wege mit Holzhackschnetzeln befüllt habe. Und ja, jetzt geht es weiter. Eine große Errungenschaft 2018 war unser neues großes Gewächshaus. Unser kleineres Gewächshaus, was wir ja 2017 noch aufgestellt hatten und aus dem vorhergehenden Garten mitgebracht haben, das hat uns leider ein großes Unwetter zerstört. Vollkommen platt gemacht. Ja, ihr Lieben, das letzte Mal hatte ich euch ja unser Gewächshaus gezeigt. Wir haben es aufgebaut. Wir haben es wieder hinbekommen. Und was ist jetzt passiert? Ein riesen Hagelsturm ist über uns reingebrochen. Und was hat der angerichtet? Das hier. Das hieß also nun alles wieder von vorn, ein neues Fundament musste her, um das große Gewächshaus nun aufbauen zu können. Allerdings war ich eigentlich ja ganz guter Dinge, denn ich habe mir schon längere Zeit ein größeres Gewächshaus gewünscht, weil auch meine Anzucht immer mehr wird. Jedes Jahr kommen mehr Pflanzen hinzu, mehr Beete und da ist so ein größeres Gewächshaus schon richtig effektiv. Außerdem war 2018 das Jahr, wo wir unsere allererste Kunstbrut hatten. Die Hühner, die ihr hier seht, das sind schon die ausgewachsenen Versionen. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Ausschnitte aus unserer ersten Kunstbrut. Das war wirklich ein Erlebnis für uns alle. Die allerersten kleinen Küken, die wir im Brutautomat ausgebrütet haben. Für diese Kunstbrut hatte ich ja Eier aus dem Internet bestellt von den Araucanas, größtenteils, die eben so schöne türkise Eier legen. Und hier seht ihr schon, die größten Teile der Eier waren befruchtet, das heißt nur ein Ei hat sich schlecht entwickelt. Alle anderen, also 8 von 9 Eiern, sind wirklich geschlüpft tatsächlich. Wir hatten damals eine so gute Schlupfrate, ich konnte es kaum glauben. Also es war wirklich ein voller Erfolg und die Küken haben sich alle prächtig entwickelt. Hier seht ihr gerade den Schlupf unseres Hahnes, den wir jetzt auch noch haben. Und hier sind die Küken bereits 24 Stunden nach dem Schlupf beim Abtrocknen hier dabei. Und ja, die waren dann auch echt so süß. Und die haben dann eine ganze Weile, haben wir uns dann natürlich drum kümmern müssen. Und hatten sie erst in der Wohnung und später dann auch draußen im Garten, bis wir sie dann mit zu den großen Hühnern setzen konnten. Also das war wirklich eine super schöne Erfahrung. Obwohl ich sagen muss, die Naturbrut ist natürlich immer das Allerbeste für die Tiere. Und deswegen haben wir ja jetzt auch Seidenhühner, denn das sind wirklich sehr, sehr gute Glucken. Und die sollen dann diesen Job hier für uns übernehmen und sollen sich um die Küken kümmern. Denn ich denke, so eine Mama ist schon wichtig für die Kleinen und bestes Vorbild. Deswegen, es war eine schöne Erfahrung, aber ich kann wirklich immer nur die Naturbrut am meisten empfehlen.
Außerdem habe ich natürlich wie in jedem Jahr reichlich Kompost hergestellt mit Hilfe der Hühner. Hier zum Beispiel seht ihr auch noch die weiße Maulbeere, die hatte ich in diesem Jahr im Frühjahr gepflanzt und die ist echt riesig geworden jetzt schon. Kann ich wirklich echt empfehlen. Pflanzt einen Maulbeerbaum, wenn ihr dazu Platz habt. Und die weiße Maulbeere, die wächst extrem schnell. Die ist jetzt schon über 2 Meter hoch in 2 Jahren. Also wirklich krass. Und ja, und dann haben wir auch die Wildobsthecke weitergestaltet. Das heißt, ich habe dort verschiedene Pflanzen gesetzt, wie zum Beispiel Hasel, Schlehen, Kornelkirschen und so weiter. Natürlich war der Rehbock wieder da und hat uns einiges abgefressen, aber ich habe beobachtet, dass die Wurzeln ja heil geblieben sind und vieles wieder von unten austreibt. Das heißt, wir haben eventuell Glück und brauchen nicht allzu viel nachpflanzen. War wieder ein sehr trockenes Jahr, aber wir hatten eine mega gute Erdbeerernte. Ich habe hier kiloweise Erdbeeren geerntet. Wer mein Video noch nicht kennt, 7 Tipps zu den Erdbeeren, der kann gerne mal hier oben reinschauen. Da erzähle ich, wie ich meine Erdbeeren anbaue, so dass ich jedes Jahr einen richtig guten Ertrag erziele. Mama. Außerdem habe ich auch in diesem Jahr wieder reichlich Saatgut gesammelt und nicht nur für uns, sondern auch für euch, denn in meinem kleinen Webshop ist das Saatgut jetzt für euch verfügbar. Deswegen schaut gern mal rein. Ich packe euch den Link dazu natürlich wie immer in die Infobox. Ansonsten hatte ich 2019 relativ viel zu tun mit meinen Kindern, deswegen ist nicht allzu viel Neues dazugekommen, aber ich habe natürlich mich wieder bemüht, so viel wie möglich selber anzubauen. Es soll in den kommenden Jahren immer mehr in die Richtung Selbstversorgung mit Obst und Gemüse aus dem Garten gehen. Dem Ziel komme ich immer näher, aber ist noch einiges zu tun dafür. Jetzt über den Winter 2019-20 sind wir dabei, einen neuen Hühnerauslauf zu bauen für eine eventuelle Rassezucht der Sachsenhühner. Und wir bauen gerade ein großes Ranggerüst, wo ein kleiner Tunnel entstehen soll. Und das zeige ich euch dann alles in kommenden Videos, die dann 2020 losgehen. Hallo Garten. Hallo Garten. Zum Schluss noch ein paar Worte zur Verlosung des Adventskalenders der Garten-YouTuber. Gewonnen hat Tobias Bührer, herzlichen Glückwunsch. Elke Paulsen, vielen Dank für deinen lieben Kommentar und Luna Sternchen. Ich bitte euch drei, mir bitte eine E-Mail zu schicken an anjasgartenreich@gmail.com und dann bekommt ihr ein Saatgutpaket von mir zugeschickt. Für alle anderen, die jetzt nicht so viel Glück hatten, die können natürlich, wie schon gesagt, in meinem kleinen Webshop stöbern gehen, der unten verlinkt ist. Jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Gartenjahr 2020 und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Liken, Teilen und Abonnieren und tschüss!